Hallo Leute, hier sind wieder McChristmas 2051 und You Died. Varuna im See. Ja, direkt noch eine Folge Minecraft Sky Factory mit McPhisto 2051. Ah, der hier. Ah! Hör auf mich zu hauen, sonst mache ich wieder den Lava-Eimer hin. Jetzt geh erstmal weg. Ja. Okay, ich geh weg. Oh, bist du doof? Klar, dass meine Items so brennen. Was hast du denn für Probleme? Guck doch mal, geht doch, passiert doch gar nichts. Mach das. Da oben brennt schon wieder. Ah, das habe ich vergessen. Wo brennt's? Ich hab schon weggemacht. Aber da hast du auch einen Block kaputt gemacht. Und da drüben. Das ist abgebrannt eben. Ich hoffe, dass es oben nicht brennt. Haus weg. Ich hab ja nichts. Man kann ja nichts anstecken, wenn man brennt, oder? Nicht, dass man was anzündet. Du hast ja wieder mein ganzes Inventar gekillt, du. Du. Ah. Geh weg. Reparier lieber wieder. Okay. Notdürftig. Einmal mit Profis arbeiten. Nämlich nimmer Haus, kommt wieder der Lava-Eimer. Du hast die Pfanne hier. Ich wollte mich doch zwischen den Folgen informieren, wie ich das dämliche ME fertig baue, warum es nicht klappt. Ja, selber schon. Du warst die Ursache, dass wir jetzt gleich noch eine Folge aufnehmen. Ja, dann. Ja, und da oben hängt noch die Seuche rum. Mach doch mein Wasser kaputt! Ja, hab ich. Du darfst mir jetzt einen Wassereimer holen und ein und Spinnenköpfe. Zwei Wassereimer. Zwei Wassereimer. Und ein Spinnenköpfe. Da habe ich keine Ahnung, wo ich die finde. Ich weiß auch nicht, wo die Wassereimer sind. Tja, das ist jetzt dein Problem. Wo haben wir denn überhaupt Wasser? Im Wassertank. Der ist im Keller, oder? Okay, das Ganze hat einen guten Grund. Was Gutes. Zum Beispiel der Crucible ist jetzt im Moment leer, das heißt wir können wieder bei Null anfangen. Aber ich habe den Wachsblock kaputt gemacht. Weiß nicht, was wir mit dem Wachsblock machen. Nein! Was nein? Ja, und jetzt? Sei froh, dass ich noch ein Wassereimer im Inventar hatte. Du wolltest doch nur zwei, siehst du mal. Ja, ich dachte, du platzierst die hier. Ja, da habe ich auch dran gedacht, nachdem ich den anderen hier drin hatte, dass ich ihn vielleicht besser auf den Boden gesetzt habe. Das ist da oben weg. Aber das nicht eimern. Du musst was hinsetzen, das ist ziemlich nervig, diese Seuche loszuwerden. Ja, mit Wasser ging es vorhin recht gut. Ah, jetzt. Man muss nur den richtigen Block erwischen. Interessant. Naja. Also es geht so, das ploppt dann weg, das hört ihr ja auch. Wahrscheinlich nicht, wenn ich gerade laber, aber... Toll, jetzt habe ich wieder Wasser runtergeschüttet und unten fließt wieder alles durch die Gegend. Ja, und ich habe immer noch keine Ahnung, welche blöden ME das ordentlich anschließe, meine Güte. Und gleich wird es wieder Nacht und dann... spawnen wieder die Monster hier und dann ist Katastrophe. Vor allem hatte ich vorhin extra schön die Blumen wieder gesetzt. Gut, die Blumen haben auch schöne Aspekte. Okay. Nehmen wir mal mit. Aua. Vielleicht schaffen wir es diese Folge endlich einen Golem zu erschaffen. Von was träumst du nachts? Ja, ich muss mich nur daran erinnern, wie ich das vorhin gemacht habe. Das war ein Todespunkt. Genau, Enderköpfe habe ich rein und Gehangel. So, ich mache mal ein paar Cover und... Da sind nur gammelige 32.
knifflige Kabel, Entschuldigung. Bringt ja auch nichts. So, jetzt habe ich aber wieder den Scheiß da drin. Nicht da. Ach, jetzt ist. Ach, schon wieder das selbe Problem. Jetzt habe ich wieder an die. Oh, das klingt jetzt sehr nicht kinderfreundlich. Jetzt habe ich wieder an die Decke gespritzt. Oh! Ja, ich sagte doch. Aber es hat halbwegs funktioniert. So. Und wo ist mein Spinnenkopf? Den hab ich vergessen. Wie gesagt, einmal mit Profis arbeiten. Zum Glück haben wir hier einen Haufen Köpfe. Okay, nächste Folge spielen wir dann ohne Varuna. Oh. So dämlicher Abstandhalter, sonst klappt das vorne hinten nicht. So, ein Wachsblock. Auch Cable Anchor und hab keine Ahnung, wo ich die finde. Nur Anchor eingeben, dann kommen wir schon. So, jetzt müssen wir zwei Spinnen reinmachen, zwei Spinnenköpfe und einen Wachsblock. Und jetzt passiert wieder nichts. Hä? Warum kriege ich den doofen Dinger da nicht? Sollte ich hier vielleicht mal ein bisschen ausbauen? Ich probiere jetzt was anderes aus. Ich habe mir gedacht, ich bin zu dick, um das Fenster zu fassen. Ich habe das Glas kaputt gemacht. So, dickes Kabel. Warum geht es nicht raus? Das kleine Kabel da anschließen darf. Anschließen darf ich, aber funktioniert tut es anscheinend nicht. Doch, geht, perfekt. Dann haben wir nämlich hier das Ding, 4, 5 Sachen angeschlossen und an dem Kabel den Rest. Solange ich das dünne Kabel hinmache, passen da nicht so viele. Muss das oben einen einzelnen Slot und wenn ich das andere Kabel länger lege, passt das auch wieder. Ist ein bisschen geknallt, sollte aber funktionieren. Dann hat es da oben einen Slot und das hat bis jetzt 4 von möglichen 8. Gut, gut. Jetzt muss man hier alles noch ein bisschen ja, verbessern. Aber für den Anfang finde ich es okay, dass ich hier irgendwelche Zeug abpumpen kann. Noch so ein paar Teile machen. Wenige mal einfach unseren Furnace hier. Mal die ersten Prozessoren. Da haben wir noch Blank Pattern, das kommt in die Vorratshaltung. Mir, dass das Ding überlastet ist, schon letztes Mal auffallen müssen. Dieses aber nicht. Warum ist jetzt nicht raus hier? Hallo. Hallo. Mottos kommt nicht raus. Ach, weil ich da... kann ja nicht rauskommen. Muss ja beide Ventile aufmachen, weil wenn es hier kommt, dann kann es ja da nicht lang, wenn das zu ist.
Ja, mach ich immer so einfach ist es. Mach ich mal wieder hell. Ich habe jedenfalls jetzt Upgrades für den Ofen. Der soll gleich abgehen wie das Täppchen. So, und wenn wir jetzt nämlich hier drin die die zwei Köpfe hier braten, dann kriegt man da genau die Essenzen raus, die wir brauchen. Dann können wir genau die in den Ofen, in den Crucible schmeißen, wenn wir noch Kohle hätten. Und ich mache halt die Rezepte für die Prozessoren. Nein. Das war falsch. Nochmal. Mal löschen. Kommt natürlich nicht 57 raus, sonst ist das System etwas falsch gebolt. So, aus einem wird einer. Dann kann das Ding auch richtig rechnen. Calculation, Calculation. Aus dem Engineering wird natürlich auch ein Engineering. Und wahrscheinlich habe ich mich jetzt irgendwo verklickt und es nicht mitbekommen. Und natürlich kommt es auch nicht hier rein, sondern da oben den Ofen. Jetzt blockieren die sich wieder. Ach Mensch. Das ist noch nicht ausgereift, das muss ich unbedingt. Aber dann, wenn ich das umbaue, dann wird das ganze Abteil hier ein bisschen anders. Habe ich mir schon so überlegt. Deshalb dauert es noch ein bisschen. Oh, jetzt ist es auf, das auf. Oh, aber das hier klappt wunderbar. Und der Ofen leistet auch vorzügliche Arbeit, dass er die ganz schnell abarbeitet. Kann man nicht meckern. Ah, jetzt ist draußen. Sehr gut. Das zu. Das auf. Das auch auf. Ich drehe hier dauernd an Ventilen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich hoffe, dass ich gleich soweit bin. Dass ich irgendwas Vernünftiges zustande bringen kann. Ist bei mir ein bisschen schwerer wie ihr, ne? So, jetzt. Also Baruna, der Anti-Thorpcrafter. Ja, so sieht's aus. So, wir haben jetzt die Glasfiles. Ach, aber jetzt habe ich wieder. Ach nee! Was habe ich wieder kaputt gemacht? Sag's mir. Das Wasser? Nein! Mein Dingsda-Block. Mein Wachsblock. Wie kann man den denn kaputt machen? Das ist zerknetet. So ungefähr. Nee, indem das Rezept nicht funktioniert, wenn ich das. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe vorhin vergessen, meine Uhr zu resetten. Die zeigt mir gerade 41 Minuten. Also sind wir jetzt bei 15? 13. Ja, passt. Das Problem war vorhin, dass aus dem Zeug hier so schnell irgendwas anderes entstanden ist, dass ich da gleich zu langsam war mit dem Wachsblock. Ich glaube, ich sollte mit dem Ding mal beibringen, wie es Fluid herstellt. Fluix! Dann fehlt noch ein Hexer. Um das so zu machen. Und dann da einen Zauberstab drauf zu drücken. Und dann klappt es wieder nicht. Ja, ich habe auch gerade das falsche Pattern gemacht. Jetzt aber. So machst du Flux. Hier hatte ich noch drei Zäune. Mist. Kein Niederquarz, oder? Doch, Niederquarz haben wir ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wo wir den hier kriegen. Achso, aus dem Gemüse. Oh. Und das dritte Mal, dass ich einen Wachsblock jetzt herstelle. Jetzt muss es endlich mal klappen.
Ich bin auch am Überlegen, was ich jetzt als nächstes Sinnvolles herstelle. Ich würde sagen, die Kabeln brauche ich unbedingt als Rezept. Das ist ja, geht ja gar nicht. Also, wir haben eigentlich alles da. Nein, und jetzt fehlt wieder eins. Haben wir Glas, wir haben kein Glas. Jetzt hat es schon wieder... Mann! Ich drehe noch am Rad. Jetzt hat sich das wieder so verändert, dass wieder nicht das rauskommt, was ich brauche. Ja, wenn du es zu lange einköcheln lässt, gehen die erst weg. Das ist nicht lang. Doch. Das ist alles zack, 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 zack. Mann. Da finde ich immer eine Sandkiste. Kann man eigentlich drei Kisten koppeln? Auf einmal habe ich jetzt wieder kein... Ach Mann. Besser meine ich auch. Verdammt, ich brauche Sand. Kann ich daraus irgendwie wieder das Zeug ableiten? Dann habe ich jedes Mal die Suppe hier hin. Das geht irgendwie, indem man es sinnvoll auskocht, aber frag mich nicht wie, da müsste maybe R fragen, wer ist da der Chef drin? Auskochen ja, aber womit ziehe ich das raus? Oder löst sich das dann einfach auf? Das, was drin ist, löst sich mit der Zeit alles auf. Und dann steht wieder die geile Suppe, die du nicht möchtest. Ansonsten musst du es mit diesem anderen Ding da kochen, aber frag mich jetzt bloß nicht, wie das heißt. Vielleicht solltest du maybe R einfach mal einladen, dass er dir das erklärt. Ja, das wäre eine Idee. Dann hätten wir es mal auf Dauer festgehalten, wie es funktioniert. Und müssten ihn nicht jedes Mal fragen, wenn wir uns darum kümmern. Also eigentlich habe ich noch die Aspekte, die ich brauche. Aber eigentlich ist eigentlich ein Scheißwort. Ja, ich stehe hier und überlege mir, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe es komplett vergessen. Genau, Sand. Oh, das wird Sand immer mehr Zeug, was da drin ist. Ey, ich. Mann. Warum? Barrels und Pistons gehen. Warum ist das so? Ich gucke jetzt den Dingern zu, wie die sich vermehren oder auflösen oder wie auch immer und trink mal einen Schluck, weil ich hab Lust. Ah, ich habe ja noch zwei Kasten Upgrades. Die. Prost! 18 Geschwindigkeits-Upgrades. Die hat Shadow hier reingepoppt. Da kann ich lange suchen. Kabel habe ich noch. Okay, auf zum Farmweg. Shit. Ich hatte nach hinten zu kommen und mir eine Dolly mitzubringen. Wohin? Nach hinten. Dann soll ich meine Suppe hier alleine kochen lassen. Genau. Naja, vielleicht ist es ja besser so. Ups, Farmweg. Also zur Farm meinst du, oder? Da habe ich gerade bestätigt. Ja. Und die Stimmgabel habe ich vergessen. Ja, danke auch. Mir ist jetzt aufgefallen und wahrscheinlich funktioniert das Dingens gar nicht, weil ich das hier schon habe volllaufen. Du hast einen zu viel weggemacht. Ein Dings da zu viel. Ich komme nicht ganz zum Zentrum. Da muss ich. Also zum Zentrum. Da muss ich ein bisschen mal laufen. Die Stimmgabel. Wo war denn die? Die könnte in der Fabrik in der Goldkiste liegen, rechts im Raum. Nein. Werkzeugkiste. Könnte auch in der Fabrik noch eine liegen. Das war schnell, danke. Ja, logisch. Muss doch wieder nach meiner Suppe kochen. Ja, wo ist die Stimmgabel? Ah. Das hab's immer hingeworfen. Seltsam. Die resonieren zusammen, sehr schön. Und jetzt. So, ich muss nach der Suppe gucken. Ja, mach das. Ich habe sowieso vergessen, hier Upgrades reinzuhauen, aber das wird halt nichts mehr. Oh, es entsteht immer mehr Zeug, das gibt's nicht. Kann ich da nicht einfach irgendwie so ein Ding hier draufhauen? Arcan Alembic. Genau, ich glaube, das ist so das Ding. Den Alembic, kann ich den draufhauen? Ich glaube, versuch's mal. Dann könnte ich nämlich daraus das Zeug ableiten. Oh,
dann wird es hier aber, dann wird es hier wirklich eine Mega-Konstruktion. Oh, das na toll. Das hält mich davon ab, dass es upgraded werden kann. Es ist doch so zum Kotzen. Auch wieder falsch. Limbic ist empty. Ne, das scheint nicht zu gehen. Aber hat cooles Geräusch. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn der auch noch reingefallen wäre, dann hätte ich noch mehr Shit da drin. Ich bin mal gespannt, ob das sich irgendwann auflöst oder ob das noch mehr wird. In der nächsten Folge werde ich hier, glaube ich, einfach das Haus ein bisschen umbauen. Oder bis zur nächsten Folge, denke ich eher. Weil das ist, dauert ein bisschen, bis mein Design dann passt, so wie ich das haben will. Und dann können wir uns da eine gute Alchemie aufbauen. Irgendjemand schreibt in TeamSpeak, ich hab's auch gehört, der muss im Channel sein, sonst hättest du es nicht mitbekommen. Nö. So, jetzt haben wir Sand im ME. Immerhin. Ach, das war im allgemeinen Channel. Und warum will ich Sand ins ME machen? Brauche ich Sand? Ich könnte direkt Glas reinmachen. Immer noch irgendwo eine Maschine, die direkt Glas draus baut. Das ist geil. Ich hab bald alle Aspekte in dem Crucible, die es überhaupt gibt. Dann sucht er sich irgendwas aus, was am besten dazu passen würde. Da würde ich aufpassen. 11. 11 habe ich gerade drin. Oh, ich lasse das jetzt einfach mal ein bisschen köcheln. Ich gucke dazu und finde es ganz interessant. Für die Zuschauer vielleicht nicht so, aber ja, vielleicht explodiert er gleich die ganze Scheiße. Kann ja passieren. Ich hätte das gleiche Wort im Kopf gehabt. Also, ja. Na ja, gut, jetzt kommt schon das Zeug hier unterm Holz vor. So, damit gibt's Glas. Hat man es mal 12? Dann mache ich aus einem so Ding Glas. Cool, wenn ich das irgendwie rausnehmen könnte. Ich kann so einen Zauberstab machen, aber dann geht die Suppe da weg. Das ist nicht das Optimalste als Lösung, aber wenn ich jetzt Glas brauche, müsste das Ding das eigentlich herstellen. Das geht nicht. Guck mal doch mal. Tatsache geht. Geil. Ich könnte den Crucible abbauen. Mach das doch. Oh ja, jetzt habe ich noch einen Slab rein. Das wird immer. Das wird immer. Wir sind echt ein Chaos-Paar. Hier funktioniert nichts vorne und hinten wie soll. Ah, cool. Ich habe nur die Lava zerstört. Oh, das war eigentlich die beste Möglichkeit, die ich gemacht habe. Die ich hatte. So, das kleine Kabel habe ich jetzt. Hey, ich habe nur zwei Blöcke. Ich habe nur einen Lava-Block zerstört. Alles gut. Voll cool. Ich habe keine Lava mehr. Also ich finde es ein bisschen schade, dass ich euch wirklich hier so einen Stuss biete. Wo war denn ein Lava-Fass? Lava-Dings da? Hatten wir hier vorne eins? So ein Lava. Nee, ich glaube, wir haben noch keinen. Aber ich glaube, rot als Ender-Ding ins Tank sollte helfen. So, aus dem einen Kabel machen wir das andere. Ach, es gibt doch irgendwo noch einen Endotank, gell? Oder hast du den vorhin mitgenommen? Nee. Aber ich wollen wir es auch nicht. Jetzt kommen die ganzen dummen farbigen Kabel. Doch, ich glaube, du hast den mitgenommen. Verarscht, habe ich das falsche Kabel hergestellt. Oder ist er in meiner Enderpouch? Ah, da ist er. Aha, das gibt es wohl. Dann mal hier hin. Ja, was war's? Rot. Ja, natürlich. Geht das Lava. Kann ich das mit Redstone dingsen? Nee. Probier's mal. Nee, geht nicht. Ich bin schon enttäuscht.
Blaues Lapis, das geht, aber bei Rot. Eine Tulpe, aber ich habe nur zwei Tulpe. Ich habe keine Ahnung, die hat Shadow eingefärbt mit der Lava. Ich, also normal klar, aber ich weiß nicht, womit wir hier rote Farbe machen. Ja, Tulpe oder rote Blumen oder irgendwas so. Hier haben wir noch eine Poppy. So. Nein, weggeschmissen. Ja, ich versuche ja auch Kabel zu machen, das funktioniert vorne hinten nicht. Dann haben wir doch eine sehr erfolgreiche Folge von uns beiden. Ja, ja, Chaos pur. Die war viel zu überhastet, ich weiß, aber ich wollte jetzt. Und nur weil ich jetzt gestorben bin, nehmen wir direkt wieder auf. 3, 2, 1, los, was? Genau. Das muss ja einfach so sein. Wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Wir sollten die Folge beenden. Ich werde bis zum nächsten Mal irgendwie schaffen, einen Golem mindestens herzustellen. Und eventuell hier mein Schuppen umbauen. Und ich werde bis zur nächsten Folge mindestens den einen Golem erschlagen und. Und? Oder wenn du dann vor Wut schäumst, sehen wir uns wieder. Okay, dann das machen wir, das machen wir. Ich baue einen Golem bis zur nächsten Folge, den du dann killen musst. Okay. Gut. Challenge accepted. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut bei Mephisto 2051 vorbei. Und bei Verona MC natürlich. Genau, und ich mache in der Zeit noch ein paar Rezepte rein, dass das in ein paar Sachen craften kann und guck mal, dass das irgendwie bereitgestellt werden kann. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Ciao, Leute. Tschüss, Verona. Bis denn.